So, jetzt geht's wieder weiter. Okay. Da komme ich noch gar nicht rauf. Bye, Roman. Ja, mach's gut. Was, bye, Love? Was, ja, ciao. Was, was, hä? Ich blicke jetzt gar nicht mehr durch. Ja, RW2209WE, mach's gut, schlaf gut. Ciao, schön, dass du da gewesen bist. Freue mich immer wieder, dich zu sehen hier. Achso, alles klar. Ja, hier kommen wir aber immer noch nicht rauf, ne? Ich hätte jetzt gedacht, wir können da raufspringen mit dieser Kiste. Aber dem war anscheinend nicht so gewesen. Was, Flexi und Chat? Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich tun kann. Mir... Was, mir ever helfen? Was, ever? Was, mir ever helfen? Nö, nö, bleib noch da, Flexi. Und magst mich loswerden. Nein, nein. Nein, nein, irgendwie, hä, ich blick hier nicht mehr durch, ohne Scheiß. Alle so Schau schreiben. Entschuldige bitte, ich will dich nicht loswerden. Du musst die Kiste bis zum Laser schieben. Ich versuch's hier nochmal, jetzt, Moment. So, probieren wir das nochmal. So, wir haben hier eine Kiste gespawnt, aber wie kommen wir denn da dran an diese Kiste? Können wir noch eine spawnen lassen? Hä? Hä? Macht überhaupt gar keinen Sinn jetzt gerade. Ah, okay. Physikalisch korrekt. So, aber wie kriegen wir die Kiste denn jetzt darüber? Ah, warte mal. Das kann ja nur irgendwie so funktionieren dann. Hä? Hui! Ein Rätsel! Ja, das stimmt. Ah, Moment. Jetzt können wir ja eigentlich, wenn wir da hinten das Dings aktivieren, müsste doch normalerweise es umgedreht sein, oder? Dann würde die Kiste ja da hochrutschen. Eigentlich. So ist die Theorie. Wie es in der Praxis jetzt gleich aussieht, weiß ich nicht. Werden wir dann gleich sehen. You got it! I hope so, Craig. I hope so. I hope so. So, let's try this again. La 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 la, Timmy, my best friend. Let's go, Timmy. Brrr. So, müsste normalerweise eigentlich die Kiste eigentlich darüber gekommen sein, oder? Da brauchen wir die andere ja gar nicht. La 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 la. Ja, geil. So, come on. I have the next box. I have the next box. Yay. So. Aber damit haben wir immer noch nicht das Rätsel hier gelöst, wie das funktionieren soll. Müssen wir mal schauen. So, eine ist auf jeden Fall für da oben, das ist klar. Und eine ist für hier unten. Das heißt, wir müssen relativ zügig uns beeilen, dann oben drauf zu kommen. Auch nur eine Timing-Sache. Das ist dann klar, logisch. So, dann wollen wir mal. Go, 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 Timmy, los, 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 los. Ja! Yeah! Yes! Wir haben's. Sauber. Timmy, we have it. Dum, 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 dum. Okay. Immer noch was im Auge, ist ja schrecklich. Naja, das sieht ja sehr vielversprechend aus.
Und jetzt? Timmy, look. Ist großartig, großartiges Kino, wie Timmy immer guckt. Ach so, dann bleiben die oben, wenn das aktiviert ist. Okay. Einer muss unten bleiben, das ist klar. Die Frage ist nur, wer? Warte mal. Ist jetzt unten geblieben, der eine? Nein, natürlich nicht. Ist sowas von klar. Blicke ich nicht durch, bin ich ganz ehrlich. Weil, blicke ich nicht durch. Weil man hat nur zwei Möglichkeiten. Man, wie gesagt, eigentlich Sinn des, oder ich sag mal so, Rätselslösung wäre eigentlich quasi, wie gesagt, ein Stein runter, einer bleibt oben. So, also quasi der müsste ja runter, oder der, damit wir hier raufklettern können, müsste der ja auch oben sein, aber der andere muss unten sein. Aber wie? I don't know. La, 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 la. Können wir hier was machen? Nee. Okay, ich dachte, können wir was ziehen. Nee. So stark sind wir nicht. I need more power. So, wenn wir jetzt ausmachen würden, würden beide oben bleiben, ne? So. Wie kriegen wir denn dazu, dass nur einer oben bleibt? Hä? Verstehe das Rätsel nicht. Ich auch nicht. Also wir müssen... Ich kann es ja nochmal erklären. Also... So. Meine Vermutung ist halt... Du hast ja die zwei Riesensteine. So, wir müssen... Auf jeden Fall auf die Mitte da oben raufspringen. Hier oben drauf. So, um da drauf springen zu können, muss der Block hier nach oben. Damit wir hier dran klettern können. Um dann da oben drauf zu kommen. So, der andere Block aber, der muss unten bleiben. Damit wir da drauf springen können, um dann darüber zu kommen. Nach rechts. So, wie kriegst du aber beide Blöcke unterschiedlich gehoben? Das heißt, der eine bleibt oben, der andere bleibt unten. Also, keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts ein. Weil sobald du den hier drückst, gehen beide nach oben. So. Und die Zeit dafür reicht gar nicht aus, um jetzt dahin zu rennen, um den Magneten zu aktivieren. So, wenn du den Magneten jetzt aktivierst... ...und den ausmachst, bleiben beide oben.
Und wenn du den ausschaltest, fallen beide runter. Genau da stecke ich auch gerade fest, okay? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass man hiermit noch was machen kann, aber was? Dass man es verschieben kann. Miep. Okay. Und ob der Magnet jetzt an ist oder aus ist, macht jetzt keinen Tut, wenn der an ist, ne? Genau. Okay, gehen wir nochmal zurück, ob wir hier vielleicht nochmal irgendwas haben, was wir vielleicht gebrauchen können. Eine Kiste oder sowas? Nee, anscheinend nicht. Okay. Zurück jetzt auch nicht. Nun gut, da müssen wir ein bisschen Rätsel raten. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Das kann ja eigentlich nur irgendwie eine... warte mal. Ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Aber das muss... Das Problem ist, dass du den rechten Stein nicht siehst. Ich glaube, ich habe die Lösung. Ja. Ich glaube, ich hab's. Prost. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Ist aber verdammt schwierig. Jetzt ist nur die Frage, bleibt der Stein, das heißt, wenn der oben ist, muss der Magnet aktiviert sein und der muss unten bleiben. Mal gucken. Warte mal. Ist doch nicht. Ich dachte, ich hätte es jetzt, weil der rechte Block hat ja einen viel weiteren Weg nach unten. Ja? Und der linke hat ja einen schmaleren Weg, also einen kürzeren Weg. Habe ich gedacht, je mehr man hin und her macht, desto unterschiedlicher bewegen die sich dann. Und dass man dann ein bisschen mehr Zeit hat, den Magnet zu aktivieren. Wäre jetzt so meine Theorie gewesen oder meine Lösung. Problem ist nur, man sieht den rechten Block nicht, wie der gerade sich bewegt. Na? Dann hätte man einfach nur den Magneten aktivieren müssen. Der wäre oben geblieben, der linke Block, und der rechte wäre unten. Aber ich denke, glaube ich, schon wieder viel zu kompliziert. Das kann natürlich auch sein. Weil so schnell kommt man da auch, glaube ich, gar nicht hin. Nein, so schnell kommt man da gar nicht hin. Okay, das bringt auch nichts. Wie gesagt, das war jetzt so meine Lösung gewesen, aber meine Theorie. Aber in der Praxis. Und wenn du den mehrfach aktivierst, passiert da was? Nee, gar nichts. Und wenn man erst den Magneten einschaltet und dann den Strom kurz einschaltet, dass quasi eventuell nur der linke Block oben bleibt? Ich probier's mal, aber nur ganz kurz. Meinst du? Ja, Rätsellösung. Ja, weil, wie gesagt, die Wege von den Blöcken sind unterschiedlich lang. Und das ist ja auch quasi dann das Rätsellösung gewesen. Und du, Deggy, hast es quasi richtig noch formuliert. Ich war schon wieder viel zu kompliziert, aber war schon auf dem richtigen Weg. Ja, aber das ist Rätsellösung.
Weil der rechte Block hatte vielen weiteren Weg bis oben zur Magnetplatte. So, sehr schön. Dann geht's jetzt weiter. So, was haben wir denn hier Schönes? Hui! Nein! Shit! Mann, verdammt, Kacke! Damn it! Oh oh. Und jetzt? Nein. Oh nein, bitte nicht. Schon wieder so eine Timing-Sache, wenn ich jetzt... Oh Gott. Na super. So. Love, Lavania. So. Ich lebe noch. Sehr schön. Los, 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 los. Das schaffe ich doch nie im Leben. Wie soll das denn funktionieren? Alter. Nie im Leben. Nie im Leben. Geht das gut? So. Das kann gar nicht gut gehen. Hallo? So schnell komme ich da gar nicht hin. Ach, weiß was? Fick dich! So. Hier, fick dich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also... Ist ja noch bekloppter das Rätsel wie gerade. Toll. Und der bewegt sich ja erst, sobald er auf dem Boden ist und... Mm-mm. Keine Ahnung, habt ihr eine Idee vielleicht? So rüberspringen würde, glaube ich, nicht funktionieren. Ich habe gar nichts gedrückt. Willst du mich verarschen, Timmy? Timmy, du Drecksack! Hallo? Was ein Vogel, ey. Nicht ganz herziehen. Nur bis zur Mitte. Ja, und dann? Wie soll ich denn da hinkommen? Ja! Danke für den Tipp. Oh! Scheiße, habe ich gar nicht gesehen. Aber danke für den Tipp, stimmt. Tatsache. Weil das Ding ja langsamer wird. Boah, da muss man aber erstmal drauf kommen. Ach komm, ey. Prost. So, jetzt aber. Jetzt aber. Schaukeln wir mal ein bisschen. Hui. 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 So.
immer da. Spielen wir hier nach was? Weiß ich noch gar nicht. Müssen wir mal gucken. Hast du die Episode 4 von Life is Strange schon durch? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Habe ich schon durch. Habe ich jetzt zusammen mit euch in der Let's Play Live Show gespielt? Warst du anscheinend nicht da. So. Hi. So. Also erstmal wieder zurück. Dann wieder nach da. Und jetzt ganz schnell sein. Nein, 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 nein. Es funktioniert nur nicht, Mann. Mann, ey. Ich hasse sowas. Das kriegen wir aber hin, denke ich mal. Das ist machbar. Wir haben es ja schon fast geschafft gehabt. Wäre ich da nicht draufgegangen gerade. Haha. Och Mann, ey. Wie er immer zu dem Seil greifen will und dann runterfällt. Voll knuffig. So. Dann schauen wir nochmal. Also. Ja, genau so. Hui! So, jetzt aber, jetzt geht's weiter. Nein, Alter! Was? Was? Wo muss ich da hin? Wo muss ich denn da hin? Wo muss ich denn da hin? Ich glaube, ich verabschiede mich mal und schaue später rein. Hab das Spiel schon woanders gesehen und fand's auch nicht prickelnd. Ich find's geil, muss ich ganz ehrlich sagen, aber manchmal... Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Aber schlaf gut, Hexer, oder bis später. Alter, wo soll ich denn da hinspringen? Kann mir mal jemand sagen, wo ich da hinspringen soll? So langsam bin ich fuchsig. Man kriegt aber da nicht... Wo ist denn da ein Seil und alles?